Okay, Leute, ich habe zuletzt dieses Buch hier gelesen, Schlaflos von Stephen King, und meine Fresse, ist es langweilig! Heilige Scheiße! Okay, Spaß. Nein, kein Spaß! Alter, dieses Buch hier hat 1000 Seiten! 1000 Seiten! Okay, zugegeben, das ist nur 2/3 von S. Aber S war gut. Keiner beleidige mir S. Und diese 1000 Seiten sind zu lang. Das ist mal ein Beweis dafür, dass nicht alles, je dicker es ist von Stephen King, desto besser ist. Denn wir haben hier 1000 Seiten, von denen die ersten 500 Seiten einfach stinklangweilig sind. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. 500 Seiten, das ist so dahingesagt, aber für andere Leute ist schon ein 500-Seiten-Buch ein dicker Klopper. Und dann haben wir hier ein Buch, das ist doppelt so lang und die Hälfte davon, 500 Seiten, was für andere schon ein dicker Klopper ist, sind einfach langweilig und unnötig, sind voller Abtreibungsgegner und Abtreibungsbefürworter. Keine Leute dazwischen, die eine sind auf der einen Seite extrem, die anderen sind auf der anderen Seite extrem, keiner dazwischen, boom, Clash. Okay, das ist vielleicht ein bisschen aus soziologischer Sicht ganz interessant, weil man weiß, heutzutage ist es genauso. Wir haben andere politische Themen und die einen sind halt auf der einen Seite extrem, die anderen auf der anderen Seite extrem, keiner dazwischen, boom, Clash. Keine normale Diskussion, alle feinden sich nur an und pff, Welt geht in die Luft. So ist es auch in der Realität. Ganz interessant, aber das hätte keine 500 Seiten gebraucht, damit ich das sehe. So, ich hätte dieses Buch tatsächlich wahrscheinlich so nach 250 Seiten endgültig abgebrochen, wenn ich nicht eine Rezension auf YouTube gesehen hätte, wo der Typ sagt, okay, die ersten 500 Seiten sind langweilig, aber danach wird's gut. So, das war für mich der ausschlaggebende Grund, dass ich das noch weitergelesen habe. Das und dass ich wusste, dass in Schlaflos noch Anspielungen auf den dunklen Turm auftauchen werden. Das ist tatsächlich schon relativ am Anfang passiert. Immer mal wieder wurden hier kleine Hints reingeworfen. Ach, scheiß drauf, ich sag's einfach mal, schon relativ am Anfang wird mal der Scharlachrote König erwähnt, was tatsächlich ganz interessant ist und das wird immer wieder erwähnt. Und am Ende kommt es natürlich noch zu ein bisschen mehr Anspielungen und die sind auch der einzige Grund, warum ich euch wahrscheinlich am Ende des Videos sagen werde, lest das Buch. Wenn ihr Stephen King-Fans und Dunkler Turm-Fans seid, dann solltet ihr das schon lesen, auch wenn es einfach 1000 Seiten zu dick ist, gefühlt. Okay, aber kommen wir noch mal ein bisschen auf die Story hier zu sprechen. Wir haben die ersten 500 Seiten hier mit Abtreibungsdiskussionen und so, habe ich ja jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. So, und dann wird es tatsächlich ein bisschen spannender, denn wir haben hier Ralph. Ralph Anderson? Nein, nicht Ralph Anderson, das ist, glaube ich, ein anderer Ralph aus einem anderen Stephen King Buch. Wie heißt denn dieser hier nochmal? Ralph Roberts, so heißt er, genau. Ralph, der ist Rentner und kann nicht mehr schlafen. Immer jeden Tag wacht er ein bisschen früher auf und er ist dann irgendwann schon in so einem Delirium, geht so durch die Welt okay, und sieht dann irgendwann Visionen von kleinen, kahlköpfigen Ärzten. Was sich erstmal ganz lustig anhört, aber diese kleinen, kahlköpfigen Ärzte, die wirken schon mal ziemlich sus, denn nur er kann sie sehen. Das sind also irgendwie Visionen, Einbildungen vielleicht. Und die sehen auch nicht wie normale Menschen aus. Die sehen so ein bisschen wie so Kinderzeichnungen aus, so ein bisschen dahingedudelt so. Und Ralph denkt, wie gesagt, erstmal, dass das nur Einbildung ist, aber es stellt sich immer mehr raus, okay, scheinbar sind die nicht wirklich Einbildungen, sondern sie sind wirklich da. Ralph hat irgendwie so eine neue Bewusstseinsebene erreicht, sodass er diese Dinge sehen kann, die wirklich da sind, man aber normalerweise nicht sehen kann. Versteht ihr, wie ich meine? Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil dann kommen wir in dieses dunkle, leicht mystische und gruselige Stephen King-Universum, wo wir tatsächlich viel Worldbuilding auch haben. Also Worldbuilding in dem Sinne, dass Stephen King mal wieder das macht, was er auch mit dem Dunklen Turm ganz viel macht. So die Welt versucht zu erklären, die Mysterien von bestimmten Themen, wie zum Beispiel den Tod, versucht er zu erklären. Wir haben hier tatsächlich Phänomene aus unserer Welt, die wir selber kennen, den Tod. Und Stephen King versucht es zu erklären mit übernatürlichen Dingen. Und das ist etwas, was mir schon an sich sehr gut gefällt. Das ist so eine These. Es ist halt sehr viel Erklärung. Und das ist das, was mir bei dieser Geschichte dann wieder nicht ganz so gut gefällt. Es heißt ja immer so schön, dieses Show, Don't Tell. In dem Fall muss es halt irgendwie erklärt werden, innerhalb von so einem Gespräch zwischen verschiedenen Leuten. Aber es ist halt doch dann einfach viel Erklärung. Und viel Erklärung ist nicht so spannend, wie Dinge passieren. Ja, und dann passieren Dinge. Es passieren viele Dinge. Viel Krach, Bumm und Action. Aber tatsächlich
ist nicht viel Bumm-Krach-Action gleich viel Spannung. Und ich kann euch auch sagen, woran das liegt. Denn das liegt daran, dass mir diese Charaktere nicht ans Herz gewachsen sind. Das muss ich jetzt einfach mal so klar sagen. Das ist nicht oft bei Stephen King, aber hier ist es der Fall. Denn diese Charaktere sind zwar schon irgendwie sehr gut beschrieben, man versteht sie, man kennt sie und es sind nicht nur irgendwelche blassen Schatten so, aber sie sind halt nicht spannend. Nicht spannend wie eine Annie Wilkes in Misery oder was haben wir noch? Die kompletten Insassen von The Green Mile oder die sieben Kinder aus S oder jeder andere Charakter von Stephen King, so, wo man allein die Geschichte schon wegen dem Charakter lesen könnte. Aber hier ist es halt nicht der Fall. Man liest es nicht wegen dem Charakter und leider auch nicht wegen der Story. Man liest es halt doch dann irgendwie nur, weil man weiß, am Ende kommen so ein bisschen mal dunkle Turmanspielungen. Und wie ich schon angedeutet habe, das ist auch der Grund, warum ich sage, hey, du magst Stephen King, du magst den dunklen Turm, dann wirst du wohl leider nicht darum herumkommen, dieses Buch auch zu lesen. Man muss sich halt Zeit lassen und das sich ein bisschen durchquälen. Ja, aber am Ende passieren schon auch coole Dinge. Zusammengefasst kann ich tatsächlich nochmal sagen, dieses Buch ist ganz interessant, so von der soziologischen Sicht viel zu lang. Ganz interessant von der soziologischen Sicht. Mit viel bestem Willen ist es ganz interessant von der soziologischen Sicht. Dann von der Prämisse, von diesem Worldbuilding-Aspekt, den ich hier gerade bringe, wie er versucht, natürliche Phänomene sozusagen übernatürlich zu erklären. Das ist interessant. Allerdings ein bisschen zu viel Erklärung, anstatt dass Dinge passieren. Und die Dinge, die passieren, sind dann doch irgendwie nicht ganz so packend, weil ich mich nicht so ganz krass mit den Charakteren identifizieren kann. Aber es kommen dunkle Turmanspielungen vor. Und die sind das Ganze dann doch irgendwie lesenswert. Auch wenn es irgendwie nur so kleine Anspielungen sind. Nur ganz leichte Anspielungen. Aber, und da komme ich nochmal zu so einem Punkt, weil man muss mal bedenken, dieses Buch hier ist knappe 10 Jahre vor dem letzten Dunklen Turmband erschienen hier. Und da kommen sozusagen Trailer für die weitere Dunkle Turmsaga auf. Also ich weiß gerade nicht, wenn man das Ganze jetzt sozusagen in Reihenfolge der Erscheinung gelesen hätte, dann hätte ich jetzt dieses Buch hier gelesen, wenn ich beim Dunklen Turm ungefähr bei, sage ich mal, vielleicht Band 5 gewesen bin. Und hier hätte ich tatsächlich kleine Anspielungen gesehen, wie es weitergeht. So einen kleinen Teaser, kleinen Trailer, was weiterhin beim Dunklen Turm passieren wird. Es hätte mich nochmal sehr gehypt, weiter den Dunklen Turm zu lesen. So rum, ich habe jetzt halt den Dunklen Turm schon fertig gelesen, war das Ganze quasi eher so ein Prequel. Sozusagen. Und das ist auch ganz interessant. Aber ich denke mir dann doch manchmal, vielleicht ist doch die richtige Weise, Stephen King insgesamt zu lesen, einfach in Reihenfolge der Erscheinung. Weil genau so sind sie erschienen. Leute, die von Anfang an Stephen King lesen, die Carrie als allererstes gelesen haben, die mussten das in Reihenfolge der Erscheinung lesen. Die sind nicht drum rumgekommen. So ist es im Grunde im Prinzip gedacht, weil genau in der Reihenfolge hat Stephen King sie ja auch geschrieben, so. Das ist wie mit Star Wars. Neue Kinder von heute schauen wahrscheinlich Star Wars von Episode 1 bis Episode 6. Aber Leute, die das von Anfang an geschaut haben, haben halt Episode 4 zuerst geschaut. So wie es halt gedacht ist. Versteht ihr, wie ich meine? Und klar, Stephen King Bücher sind natürlich schon jetzt nicht alle eine durchgehende Handlung, so. Es steht schon jedes für sich selbst. Natürlich kann man sie wild durcheinander lesen, so wie ich es ja auch mache. Aber ich denke mir dann doch manchmal, vielleicht wäre es ganz interessant, wenn man dieses ganze übergeordnete Thema von diesen ganzen Stephen King Büchern, die alle irgendwie zusammenhängen, ganz verstehen will, dann wäre es echt spannend, auch mal das in der richtigen Reihenfolge zu lesen. Ja, dieses Fazit ist jetzt auch schon wieder relativ ausführlich geworden. Ich fasse einfach nochmal zusammen. Langes Buch. Nicht so spannende Handlung, aber ganz interessant wegen der dunklen Turmanspielungen. Und deswegen wird man, wenn man Stephen King-Fan ist, es auch lesen müssen. Sorry, ist leider so.